Ein frohes Neues wünsche ich euch. Heute will ich euch zeigen, wie man ganz einfach Schinken selbst herstellt. So Gott. Naja, geh pro. Ist kein Schinken. Willkommen bei Entschließ Selbstversorger. Ich habe ein ganz einfaches Rezept. Ich habe ja nie Zeit. Also ich gehe halt arbeiten und dann müssen so Sachen ziemlich schnell gehen und einfach. Ich habe Schinken aus Lamm gemacht, Teile aus der Oberkeule und aus dem Rücken. Die Fleischteile werden eingesalzen mit einer bestimmten Kräutermischung. Die gebe ich euch noch an und werden dann pro Zentimeter 9 Stunden eingesalzen in einen luftdichten Behälter, wo ein Sieb drin ist. Also das Fleisch wird in ein Sieb getan und das Ganze muss in einen luftdichten Behälter. Ich habe dazu einfach einen Plastikbehälter genommen. Ich habe auch schon einfach eine Tüte genommen und da ein Sieb. Ich denke, das mit der Tüte ist ganz gut, weil man da dann auch die Luft rausdrücken kann. Das ist natürlich besser. Aber es hat jetzt auch funktioniert mit der Kiste, also mit der Plastikkiste. Ich hatte halt so viel und da war das für mich einfach gewesen. Das Ganze soll dann in den Kühlschrank. Ich tue es dann halt in die Speisekammer. Das sind die Zutaten, die man braucht, um Schinken einzulegen, einzusalzen. 40 Gramm Salz per Kilo. Alle Angaben sind jetzt per Kilo. 2 Gramm Pfeffer. 4 Gramm Kümmel. Am besten ganz, damit man es frisch mahlen kann. 1 Gramm Koriander, auch ganz. 2 Gramm Knoblauch, frisch. Und 2 Gramm Imkerhonig. Und alle Zutaten mahlen. Also ich tue halt den Knoblauch durchpressen. Die anderen Sachen Salz, Pfeffer, Koriander, Kümmel, alles tue ich dann zusammen zermahlen und mische es dann mit Honig. In einem Haus, das eigentlich nur aus Rädern besteht, nichts Besonderes. Das ist mein Räucherhaus. Drin ist eine Schale, die ich eigentlich fürs Grillen benutze. Da kommt die Kohle rein. Aber da habe ich dieses U-Form-Sieb jetzt reingestellt und da kommt das Sägemehl, Räuchermehl rein. Und mehr ist es eigentlich nicht. Es wird geräuchert in der ersten Woche 3 Mal und dann, je intensiv man den Räuchergeschmack haben möchte, jeweils einmal die Woche. Der Räuchervorgang an sich dauert ja 8 bis 12 Stunden. Man sollte dazwischen, zwischen den Räuchergängen immer eine Pause von mindestens einem Tag machen. Man kann den Schinken direkt nach dem ersten Mal räuchern anschneiden. Also der Räuchervorgang an sich darf für den Schinken nicht mehr als 40 Grad haben. Bei Würsten ist es, glaube ich, nicht mehr als 20 Grad.
Also das ist Räucherkohle, die ich eigentlich normalerweise benutze, um Räucherkräuter, Duftkräuter zu anzuzünden, damit es gut im Haus riecht. Jetzt benutze ich die aber, um damit das Räuchermehl anzuzünden. Wenn das aufgehört hat, Funken zu schlagen, kann man das dann in das Sägemehl reintun, gleich am Anfang. Ich mache es jetzt mit Pinzette. Man kann es aber auch am Anfang reinlegen und dann von hier aus anzünden. Hier vorne ist eine Öffnung, da kann man auch mit dem Feuerzeug so dran gehen, wie man eben möchte. Die Schinken oder die Wurst, je nachdem, sollen so aufgehängt werden, dass sie sich nicht gegenseitig berühren. Also der Rauch, der sollte dann frei um die Schinken ja, ziehen können. Und hier sieht man auch schon, wie das weiter fortgeschritten ist mit der O-Form. Wie gesagt, 8 bis 12 Stunden. Rohen Schinken esse ich wirklich super gerne. Der hält sich leider nicht so lang bei mir, aber ist toll. Also es ist wirklich unglaublich. Ich hätte das vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich selbst Schinken räuchern werde und dass ich überhaupt einen rohen Schinken hinbekomme. Und jetzt ist es wirklich toll, seinen eigenen geräucherten Schinken zu essen und es schmeckt natürlich sensationell. Das ist das dritte Jahr, wo ich Schinken räuche. Also meine Erfahrungen sind jetzt nicht so groß, aber mir reicht's. Also ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Ich hoffe, ihr werdet es auch sein, wenn ihr das erste Mal selbst wagt, Schinken zu räuchern. Und wenn ihr Tipps habt, wie man es besser machen kann, würde ich mich freuen. Einfach in den Kommentar schreiben. Und wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann drückt auf Abonnieren und die Glocke. Ich würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss.